Sie gibt dem Leben Wärme und macht für viele Menschen das Leben erträglich. Das ist der Kitt unserer Gesellschaft. Das ist, möchte ich sagen, unsere Hauptaufgabe als größte humanitäre Hilfsorganisation der Welt. Internationalität, wir sind in 190 Staaten der Welt vertreten. Ja, dann erfüllt mich große Dankbarkeit. Ein herzliches Danke den 70.000 Menschen, die in Österreich für das Rote Kreuz tätig sind. Ist die Würze des Lebens. Unser Motto heißt, das Liebe zum Menschen, und das ist kein leeres Schlagwort, sondern es wird tatsächlich jeden Tag gelebt. Das ist vor allem die Jugend. Also ich glaube, dass die Jugend unsere Ideen, alles das, was wir machen, in die Zukunft trägt und wahrscheinlich sinnvoll weitergestalten wird. Glaube ich, noch leistungsfähiger, noch mehr Mitglieder, noch mehr Förderer, noch mehr Aufgaben. Ohne Vertrauen wäre das Leben sehr schwierig, und ich glaube, dass das Rote Kreuz ein Begriff ist, der in Österreich höchstes Vertrauen genießt. Ein ganz wichtiger Grundsatz, um dieser Welt der Gegensätze bestehen zu können: wir brauchen das Vertrauen aller. Das heißt, wir verhandeln mit allen, wir nehmen aber nicht Partei. Ja, dafür sind wir da. Wir sind eine Organisation, die aus Liebe zum Menschen als Motto genommen hat. Das ist unser Hauptinhalt. Eine ganz wichtige und erfolgreiche Plattform der Jugend des Österreichischen Roten Kreuzes. Erst etwas, was mir sehr fremd ist: wir brauchen einen starken Verein, aber wir brauchen keine, wie so schön heißt, Geschaftelhuberei oder Vereinsmeierei. Ein ganz ein fester Anker und ein Kraftfeld, aus dem man sehr viel Energie beziehen kann. Ein ganz wichtiger Begriff, der unsere Tätigkeit leiten soll: wir müssen effizient und einsatzfreudig sein. Ist weltweit wichtig in einer Welt, in der 60 Millionen Menschen auf der Flucht sind, in einer Welt, wo es große Gegensätze gibt, braucht man humanitäre Diplomatie, um jenen zu helfen, die bedrängt sind. Ja, Jugend ist einfach das Potenzial, das man ansprechen muss, das Potenzial, das man gewinnen muss, auch um in den künftigen Jahrzehnten noch erfolgreich zu sein.